Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom1974 und wir sind weiter bei Let's System. Wieder ein MSX-Klassiker. Ihr seht von Konami 1984. Eins der frühen MSX-Games und eins der wenigen Games, die ich tatsächlich nicht selber habe. Ich kenne das Game, aber ich habe es tatsächlich nicht. Ich habe es auf irgendeiner Messe mal gesehen für richtig Schweinetotto. Muss also wirklich echt fast Sammlerwert haben. Also, man kennt es, es war in diesen Listen drin, aber das habe ich als Modul tatsächlich nicht. Ihr seid dieser, ja, vielleicht nicht politisch korrekte Indianer und klettert halt einen magischen Baum hoch, wie der Name schon sagt. So, da sind Bienenwaben, das ist nicht gut. Na, wenn man da reintrifft, kriegt man Punkte, ne? Genau, dann kann man was, da sind die Eulen. Kann man immer nach Athen tragen, aber auch ausweichen. So, komm. Immer mal hier den Apfel holen. So, das war knapp. Ihr seht, das ist ein... Uah, da kann man hochklettern, das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Gut zu wissen, dann weiß ich es jetzt wieder. So, komm. Zack. Und Ziel der Übung ist eben in diesem klassischen Jump and Run nach oben zu kommen. Das war nicht so gut gesprungen. So, das ist besser. Okay, was mache ich denn mit dem Fall? Ich werde es rausfinden. Ach nee, kann man nur einsammeln. Okay, gut. Ist nur für Punkte. Ist keine Waffe. So, komm, gib mir ein bisschen Leckerli oder Reis oder was auch immer man da freispielt. So, und dann sind wir schon tatsächlich... Hallo? Ich wollte sagen, da kann man doch hoch. Zack, im... Ja, man kann sagen, im nächsten Abschnitt. Die Wolken, nicht gut. Ihr seht, Gewitterwolken. Passend zu unserem Wetter, sozusagen. Ich weiß nicht, muss man das holen? Komm, ich mach das aber mal. Ich hol mal einfach ein bisschen... Ich weiß auch nicht mehr, wie gefährlich es ist, wenn man hier aus irgendeiner Höhe abstürzt, aber man kann hier eigentlich allgemein sehr schnell sterben. So, komm. Geh hin. Nächster Abschnitt. Ich weiß gar nicht mehr, wo man sozusagen den ersten Level beendet hat, aber wir gucken mal. Im Moment läuft es ja recht gut. Ist aber schnell. Hier an der Eule vorbei, wahrscheinlich gar nicht. Okay, machen wir es so. Komm. Okay, also grün ist für die meisten Punkte. Okay, gut zu wissen. Ihr seht diese... Das ist gar nicht gut, ne? Ja, komm. Geh mal ein bisschen meinen Uhu-Freund und den alten Otto-Witz zu machen. Warum ist der nicht in seiner Tube? Geh mal ein bisschen weg. Daher springen. Mal gucken, ob der Bienenschwarm wieder schnell ist. Ne, es geht. So, bis jetzt sieht das unglaublich gut aus. Ja, aber mehr ist in diesem Game auch nicht. Also das ist sozusagen das Game, das komplett so ist. Ich weiß nicht, ob es davon auch eine Arcade-Fassung gab. Aber ihr seht, das ist ganz putzig. Das ist ganz nett. Das ist wirklich ein klassischer erster Plattformer. Nur eben, es geht immer nach oben. Das ist der ganze Plan. Boah. Ah, schießt jetzt nicht so schnell. Zack. Okay. So. Das sieht doch gut aus nach dem ersten Abschnitt. Ja! Super! Also, 200 Meter ist ein Abschnitt. Wunderbar. Schön. Ihr hört auch wirklich noch diese Soundeffekte. Wer Athletic Land kennt, der denkt, ja, das kenne ich. Ich glaube, die wurden hier auch genauso recycelt. Warum auch was Neues machen, ne? Das sieht aber jetzt noch nicht nach so einem spannenden Abschnitt aus. Okay, was kommt denn da? Schlangen. Ist klar. Snakes on a tree. Nee, ist klar. Kommen wir da überhaupt hinten hin, ne? Okay, also geht es nur... Boah.
sind auch die gleichen Toneffekte, wenn man stirbt. Wie bei Athletic Land. Es ist lustig. Ja, also es ist wirklich eins der ganz frühen. Also frag mich jetzt nicht auswendig nach der Revisionsnummer. Die hatten so einen RC-Code. Also RC-700 irgendwas. Und daran wusste man, wie alt oder wie jung die Titel sind. Und ich glaube... What? Ich wusste es. Ich wusste es. Man ist nicht schnell genug. Wie geht denn der Abschnitt? Wir sind doch nur ein Level 2, Mensch. Sollte noch nicht so komplex sein. Zack, zack, komm. Aha, blau ist 1. Weiß ist 2, grün ist 3. Okay, falls ihr das mal spielt, einfach mal merken. Es gab vielleicht, das kann ich mal erzählen hier, um mal ein bisschen von dem Thema hier abzulenken. Es gab tatsächlich auch eine Zeit, wo das könnte passen. Das passt. Wo MSX Games auch auf Datasette waren. Das gab es tatsächlich. Und Magical Tree gab es da auch. Also ich habe es nicht als Modul gesehen, aber als Tape, in Anführungszeichen, habe ich das tatsächlich mal gesehen. Aber sonst an sich, glaube ich, habe ich noch nicht in den Blitz springen. Das ist kein Fotoapparat, das ist eine Gewitterwolke. Und selbst da sollte man nicht in den Blitz springen, weil ist nicht gut für die Augen. So, komm, 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 komm. Ist auch diese Spannungsmusik. Wer möchte, kann das ja auch als Highscore-Challenge machen. Ich denke, ihr seid da mit Sicherheit wesentlich begabter als ich, aber... Egal, es ist ein nettes kleines Jump'n'Run. Es ist wirklich nicht irgendeine großartige Legende. Also da gab es ganz andere Games, die wirklich eingeschlagen haben. Aber sollte man doch mal kennen. Ist ja ganz putzig. So. Nicht Angst vorm Feind. Ah, das war schön. Bup, bup. Ah. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Spiel mit dem Game Master läuft. Ob man sich sozusagen hier mal eben kurz 99 Leben ersheaten konnte. Ah, geht. Du bist nicht schnell genug, das ist gut. So, noch ein Abschnitt, dann haben wir tatsächlich Level 2, ne? Hui! Oder 17 Meter zur Unsterblichkeit. Ja, du kannst... Kann ich hier... Ah, ich kann so. Okay. Dann ist das doch relativ easy machbar. Komm, holen wir uns die Krone. Nicht zu verwechseln mit der Krönung. Hä? Ich denke, der Level... Ja gut, aber jetzt haben wir den Level beendet, ne? Ja, Level 2. Schön. Schön. Fragt mich also auch nicht, wie viele Stages es gibt. Aber ich denke, so wahnsinnig viele wird es da nicht geben, aber... Es ist also nicht ein Game, was sich großartig für ein LP lohnt oder so. So, komm, zack, mal richtig Pönches. So, komm, ab nach oben. An der freundlichen Eule vorbei. Und... war eins zu früh. Aber egal, nehmen wir auch mit. Kleinvieh macht auch Mist. Na komm. Soll ich mich um den Bogen kümmern? Was meint er? Ja, ne? Komm, geh mal weg, du super Eule. So, wir versuchen es einfach. Zack. Das war jetzt ein bisschen risikoreich, aber mein Gott. Wäre es so schön, der Erfolg gibt uns recht. Oh, haben wir den Abschnitt auch schon. Also ist sozusagen eine Stage immer aus 4 Abschnitten.
So, da ist Krone, die holen wir uns auch. So, die 500 Meter haben wir auch. Da fällt mir noch dieser Gag ein von Donkey Kong, ne? Wie hoch könnt ihr gehen? Ja, es wurde hier wahrscheinlich umgesetzt. Und zack, zack. Schnell, langsam. Deck ich das gar nicht mit. Okay. Dann haben wir alles richtig gemacht. Aber ihr seht, das Spiel geht nicht auf Zeit. Das ist ganz schön. Da kann man also mal ein bisschen experimentieren. Oh, schon wieder noch ein Freileben. Schön. Uah, springen! Das war ein bisschen ein Sprung zu weit. Aber sonst... Uah, genau. Alles richtig. Komm. Zack, haben wir auch. Schön. Jetzt sind wir im letzten Abschnitt von Stage 3, ne? Großartig. So, erstmal wieder einen Bogen holen. Oder, Quatsch, einen Pfeil holen. Es gibt ja hier gar keinen Bogen. Um den unglaublich lustigen Satz zu machen. Aber trotzdem haben wir irgendwie den Bogen raus, ne? Ja, ich weiß. Gag-Feuerwerk 22. Bevor ihr fragt, für Kindergeburtstage reicht so ein Humor. Und natürlich Penis. So, Stage 3 haben wir auch. Schön! Okay, der Level ist grau in grau. Was wahrscheinlich wieder ein Bezug zum Wetter ist. Springen wir uns mal ein bisschen weiter hier herum. Warum auch nicht? Zack, zack, zack. Das war... Also ich vermute, das ist so ein Bienenschwarm. Sonst könnt ihr ja gerne mal mit eurer Fantasie entscheiden, was das ist. Vielleicht ein getarnter Ameisenbär oder ein geistig verwirrter Panda. Um mal was ganz Absurdes zu denken. Der ist ein bisschen schnell, glaube ich, ne? Boah. War's das oder haben wir noch eins? Eins haben wir noch. Der Level ist ein bisschen komplexer. Kann ich den hierher? Nein, ne? Kann ich ja nicht. Also können wir. Aber wir können so rum. Uah. Gut. Das ist richtig. Da sind wir da. Okay, so. Gehen wir wieder runter. Schön. Haben wir auch. 700 Meter. Ja, kommt wieder das Kröneken. Und nehmen wir auch mit. Uah. Schnell hoch. Weg. Ah. Okay. Das ging nicht besser. 704 Meter, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal ein Antwortvideo schicken. Das war Magical Tree von Konami auf dem MSX. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Da kommt noch in Zukunft mehr. Seid mal gespannt. Bis dann. Tschüss.